Hallo zusammen, ich bin Yannick, ich bin 16 Jahre alt und ich mache jetzt bald mit Kulturwerke Deutschland ein 10-monatiges Auslandsjahr nach Kanada, genauer gesagt nach Vancouver Island. Es geht am 4.9. los, also jetzt glaube ich in 4 Tagen. Ich bin sehr aufgeregt, also ja, wird bestimmt schön. In diesem Video geht es darum, wie man sich am besten vorbereitet und ich gebe euch ein paar Sachen, was man sich bestellen könnte, die mir sehr doll geholfen haben. Und kommen wir zu einem anderen Platz, zu meinem Lieblingsplatz, wie ihr im Hintergrund seht. Ich werde euch jetzt, ich glaube, 5 Sachen zeigen, wie man sich am besten vorbereitet oder die mir sehr dolle geholfen haben. Als erstes dieses Buch, Canadian Slang. Da geht es ein bisschen drum über den kanadischen Slang. Ist sehr, sehr cool. Das Buch beantwortet dir ein paar Fragen zum kanadischen Slang. Und ich würde es mir auf jeden Fall bestellen, weil es schon sehr hilfreich ist. Ja, kann man sich gut vorbereiten, auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten. Das fand ich jetzt meiner Vorbereitung das Beste. Das ist von Pons. Da gibt es auch viele andere Sachen. Also wenn ihr bei Pons mal vorbeischaut, da gibt es viele Sachen für das Thema Auslandsjahr nach Kanada, aber auch nach Amerika. Also das ist ein Buch für beide Länder. Und hier wird ein bisschen, hier wird sehr viel Vorbereitung, was so, da schreibt jemand zum Beispiel schon ein paar Erfahrungen, wie man sich so verhält. Das fand ich jetzt am besten. Dann gibt es hier auch noch, wenn man ein bisschen weiter blättert, also hier gibt es mehrere Kapitel. Und nach jedem Kapitel gibt es ein Quiz. Und das fand ich auch immer cool. Und wenn man hier, gibt es dann so Vokabeln mal. Hier, ich glaube, das sieht man jetzt nicht. Vokabeln, die kann man dann auswendig lernen oder kann man lernen. Und wenn man sie nicht weiß, dann schreibt man sie einfach auf einen Zettel oder auf Karteikarten und lernt sie auswendig, würde ich sagen. Und ja, auf jeden Fall das Buch, super. Von Pons gibt es auch noch andere Sachen über das Auslandsjahr. Das war das Buch schon. Und jetzt noch ein allgemeines Buch, das muss nicht genau das gleiche sein, aber so ein riesiges Buch. Also ist nicht dick, aber da steht halt viel über Kanada. Nochmal so, auch so viele, so große Bilder. Und ja, das kann man sich auf jeden Fall so angucken schon mal. Dann freut man sich noch mehr. Also ja. Kommen wir zu einer 4. Vorbereitungssache. Die App Bubble. Die ist sehr, sehr cool. Damit kann man sich auch cool vorbereiten. Ich glaube, die meisten kennen die App auch. Hier gibt es sehr viele Kurse, also so Kurse, und dann gibt es Lektionen, die sehr gut für die Vorbereitung im Englischen sind. Kann man auf jeden Fall machen. Kostet zwar ein bisschen Geld, aber dafür lohnt sich's, finde ich. Macht man dann so einmal pro Tag, so einmal eine Lektion am Tag oder mal zwei. Finde ich sehr cool, und das Coole ist, wenn man mal eine Lektion nicht so gut kann, speichert er dir sofort die Vokabeln, die du nicht kannst, und dann kannst du die hier nochmal lernen. Zum Beispiel, ich mache es jetzt einmal, dann kannst du hier auf Sprechen, Hören, Karteikarten, Schreiben drücken. Ich drücke meistens auf Sprechen, weil ich möchte das lernen, das Sprechen. Dann hört man sich hier einmal kurz an. Hier. To go jogging. To go jogging, und dann drückt man hier auf den Knopf und sagt genau das gleiche, zum Beispiel jetzt. To go jogging. To go jogging.
darunter steht dann immer noch ein kleines Feedback von denen. Zum Beispiel hier steht jetzt tolle Aussprache. Hilft auf jeden Fall sehr gut, fand ich schon. Hilft auf jeden Fall. Ist eine coole App. Und jetzt kommen wir zu dem 5. und 6. so in Klammern. Das sind beides Sachen, die man nicht unbedingt vorhanden hat, sondern eher auf dem Handy. Zum einen Filme einfach angucken auf Englisch. Wenn man ein bisschen schlechter in Englisch ist, kann man noch einen Untertitel auf Deutsch anmachen. Falls man da nicht so viel versteht, macht man einfach den Untertitel auf Deutsch an. Und was ich noch gut finde, sind irgendwie englische CDs oder Podcasts sich anzuhören. Hilft auf jeden Fall auch. Auf Amazon gibt es viele. Und ja, könnt ihr auch hier gucken auf Amazon und dann Podcast hier einfach eingeben. Da. Und dann findet ihr da ganz viele Podcasts. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bleibt gesund und bis dann. Tschüss.